herzlich willkommen in Claudias Küchenexpress. Das heutige Video möchte ich gerne mal meinem eigenen Sohn widmen, denn er ist sportaffin, durchtrainiert, kein Gramm Fett zu viel und er achtet auch sehr darauf, dass er genügend Proteine zu sich nimmt, weil als Sportler braucht man die natürlich, um den Muskelaufbau voranzutreiben. Und ja, ich möchte ihm eine Freude machen. Und weil Mutti ihn liebt, wird sie ihm heute Proteinquarkkörnerstangen machen. Also das Originalrezept war eine Katastrophe. Der hatte angegeben 300 Gramm Quark und 150 Gramm Dinkel. Dass das nicht funktionieren kann, ist wohl logisch. Also habe ich ein bisschen rumgebastelt und habe sie dann gestern gebacken. Und ich war schockverliebt. Ganz ehrlich, und ich dachte mir, naja, es ist ja so ein Backpulver, Brot, Brötchen, die sind bestimmt am zweiten Tag total trocken. Nö, also ich habe es heute Morgen probiert, die sind so, so lecker. Macht sie euch auf jeden Fall, probiert es aus und ich zeige euch, wie man es macht. Und für diese Stangen brauchen wir 300 Gramm Magerquark. Dinkelmehl, wie gesagt, im Originalrezept waren es 150 und das stimmt ja hinten und vorne nicht. Ich werde jetzt mal 250 reinmachen, aber im Endeffekt seht ihr das ja jetzt hier in der Beschreibung, in der Angabe, wie viel ich dann wirklich benutzt habe. Das wird jetzt noch ein kleines Experiment. Dann 15 Gramm Backpulver, 100 Gramm Wasser, 20 Gramm Leinsamen, 1 Teelöffel Salz. Und dann brauchen wir verschiedene Körner. Wir haben jetzt hier Kürbiskern, Sonnenblumenkern, Chiasamen und Leinsamen. Und die Angaben, die Nährwertangaben für die Stangen, und zwar ohne Körner, liegen bei 200 Kilokalorien, 37 Gramm Kohlenhydrate, 14 Gramm Protein und 1 Gramm Fett. So viel dazu. Wir beginnen damit, dass wir 300 Gramm Magerquark in unseren Mixtopf geben. Und dazu kommen jetzt, ich bin mal wirklich gespannt, 250 Gramm gebe ich mal dazu. Komm, wir machen 280 Gramm, ich gehe auf Nummer sicher. Ich habe gestern schon noch eine Menge dazugeben müssen. Wir werden es ja sehen. Also ich schreibe mir das mal gerade auf. 280, weil er hatte 150 genommen und das war nur Pampe. Dann unser Backpulver dazu, die 15 Gramm. Und 100 Gramm Wasser. So, da klingelt es, ist die Post. Ein Teelöffel gehäuften an Salz. Jetzt hätte ich fast wegen dem Klingeln von der Post noch den Leinsamen vergessen. 20 Gramm Leinsamen. Und das vermischen wir jetzt 40 Sekunden lang auf der Stufe 4. Ich habe mir jetzt meine Backmatte ein wenig eingemehlt und das ist jetzt der Teig und er ist noch sehr klebrig, aber man darf ihn auch nicht zu fest machen, weil dann hat man nachher kein fluffiges Ergebnis. Und ich hole mir den jetzt einfach mal raus. So ihr Lieben, das hier ist noch sehr, sehr klebrig. Ich würde empfehlen, nicht noch mehr Mehl unterzukneten in dem Sinne, weil dann wird es nachher nicht fluffig. Da müssen wir uns jetzt mit Tricks behelfen. Ich nehme mein Backtrennmittel. Ich werde euch das nochmal verlinken. Mach mir davon etwas auf die Finger. So, weil dann seht ihr, obwohl der Teig sehr klebrig ist, bleibt nichts hängen an meinen Fingern. Voilà.
Und den werde ich jetzt aufteilen in 4 Stücke. Ja. Da können wir noch ein bisschen zumachen. Jawohl. Und die forme ich jetzt einfach in Rollen. Ihr müsst wirklich eure Hände einölen, damit das funktioniert. So, das sind jetzt meine Reste Körner von gestern, aber ich mache noch ein paar dazu, damit sich das gut wälzen lässt. Einfach nach Gusto Kürbiskerne. Sonnenblumenkerne. Leinsamen. Und Chiasamen. Einfach gut miteinander vermischen. So, sieht doch schon hübsch aus, gell? Dann nehmen wir uns Wasser und benetzen damit unsere Stange, damit die Körner gut kleben bleiben. Schaut mal, ja? Und genauso einfach aufs Backblech setzen. So, schaut mal her, so sehen die Körnerstangen jetzt aus. Die kommen in den Ofen. Oh, da ist etwas daneben gefallen. Lecker. Die kommen jetzt in den Ofen für circa 30 Minuten, würde ich sagen. Hier im Originalrezept steht 25 Minuten, aber das war mir ein bisschen zu wenig. Gebt es ruhig 30 Minuten rein. Und wenn ihr seht, dass es braun genug ist, deckt einfach ein bisschen Folie drüber. Aber die 30 Minuten sollten wirklich sein, bei 210 Grad in den kalten Backofen. So, schaut mal, so schön sind sie geworden. Und jetzt, es ist noch lauwarm und ich schneide jetzt einfach mal eins an. Oh, wow. Schaut mal. Ja, super fluffig. Ja, und die Mehlmenge, die ist wirklich optimal. Die ist wirklich klasse. Schaut mal. Herrlich, oder? Ja, ja, ja. So kann man es doch genießen. Lieber Joshua und alle anderen Sportler, ich hoffe, euch gefällt dieses Rezept. Es ist super schnell, super leicht nachzumachen. Überhaupt gar kein Problem und die Mehlmenge, die ist jetzt wirklich optimal. Ich wünsche euch viel Spaß bei der Nachbereitung, noch mehr Spaß beim Genießen und bleibt neugierig. Bis zum nächsten Video, eure Claudia. Ciao!